Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Kirby und das vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Feuer! Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Kirby. Jetzt gebe ich erstmal den Straßenmusikanten Geld. Ja, ist es verschlingt es. Ich habe jetzt erst gesehen, dass man denen Geld geben kann. Komm, gib mir die spezielle Figur, die ihr bestimmt habt. Sie haben neue Lieder dafür. Oh Gott. Alter, was wir da alles gefunden haben. Entschuldigung. So, wir müssen Leopold retten. Also auf in diese Welt. So, wir haben jetzt, glaube ich, 6 Level, wenn ich es richtig sehe, vor uns. Warte, 1, 2, 3. Ja, so um die 6, nee, 7 Level. Also das werden noch ein paar Videos. Was sind denn das für komische Dinger, die ich da sammeln soll? 50 von irgendwas. Oh, guck mal, ich krieg direkt den Hammer vors Gesicht geworfen. Sei platt wie du Flunder. Ein Fragment von Leos Seele. Wir müssen alle Fragmente sammeln. Das ist unser Ziel. Ach, 50? Das kann doch lange dauern. Na gut, sie scheinen wenigstens nicht ordentlich versteckt zu sein. Also leicht bindbar. Und wenn die auf jedem Meter sind, dann ist es auch einfach. Sicherheitshalber auch alles mal kaputt machen, ne? Schon Seele Nummer 5. Ich glaube, wir erleben jetzt einfach jedes Level nochmal. Aus jeder Welt. Kann ich den Baum hauen? Vom Prinzip her ja. Vom Prinzip her kann ich alles hauen. So, die Nuss, die haue ich auf jeden Fall kaputt. Die wirkt schon so mega verdächtig. Komm mal kurz her. Ich habe das Ding dahinter gesehen. Ich will den Tiefschlaf gerade nur ausnutzen. So, kriege ich einfach nur ein Fragment oder was kriege ich? Oh, 3 Fragmente. Das könnte also auch Bündel sein. Okay. Muss auch sagen, die Musik ist wieder mal richtig geil. Ich guck jetzt hinter jeder Ecke, ne? Ich hoffe, ich brauche jetzt nicht speziell den Hammer. Oh, diese Gegner gab es auch in der Endsequenz.
Die haben auch mal auch diese Seelenfragmente. Okay, ich muss mir merken, solche Gegner muss ich immer besiegen. Okay, dieses Weltschema ist richtig geil. Ja, mach du ruhig dein Ding. Ich geb dir einfach den hier. Ich weiß nicht, ob ich den Hammer jetzt noch brauche. Auf ins nächste Gebiet. Der sagt mir sogar, die Elfilien, wenn ich alle Fragmente gefunden habe. Aus einem Gebiet. Okay. Immer darauf achten. Wenn die nicht sagt, hier alle Fragmente gefunden, muss ich nochmal suchen gehen. Komm her. Tschüss! Okay, der Aftergame-Content ist richtig krass. So, dahinter ist definitiv was. War doch klar, dass hier oben was ist. Vom Prinzip her kann ich den Stopfer eigentlich danach sogar mitnehmen. Weiß, vielleicht muss ich ja nochmal was aufbrechen. Ja, war eine schlaue Idee, den mitzunehmen. Leo, wir werden dich retten. Jetzt brauche ich den Stopper nicht mehr. Okay, das waren alle. Einen Moment. Hier ist noch was versteckt. Eine spezielle Kapsel. Okay, brauche ich Bomben? Ich nehme es mal an. Aua, ich habe nicht gesehen, dass es Gifttümpe sind. Okay, ich muss den Weg finden, das da zu öffnen. So, weg mit dir. Ja, hier brauche ich Bomben. Ist da noch ein Geheimweg? Nö. Aua. Oh, ein Geheimnis. Eine geheime Seele. Als ob die nicht alle geheim werden momentan. Aua. Herkommen. Okay, die Hälfte haben wir gleich. Irgendwie muss ich da hochkommen. Von wo aus käme ich da hoch? Kann man auf den Steinen eventuell stehen? Nee. Weil da oben in diesem komischen Stopper, da ist auf jeden Fall was.
Aber ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Jetzt muss ich hier schon Zielwürfe machen. Offen. Ich weiß ja, wo eine Seele ist. Oder mehrere, je nachdem. So, weg mit dir. Nee, 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 nee. So nicht. Ich suche jetzt erstmal den Weg, der da hochführt. Eventuell gibt es ja rechts irgendwo einen Weg. Ja, hier ist der geheime Weg. Halt doch, da jetzt nur eine doofe Tomate drin ist. Und dafür renne ich nochmal. Eigentlich hätte ich erschlagen werden müssen. Aber das Spiel dachte sich, nö. Dem gönnen wir heute mal. Hilfe! Die Fähigkeit musste ich jetzt liegen lassen. So, wo ist eine Seele? Da drunter, aber richtig fies. Also die lag ja richtig gemein. Nein. Irgendwo fehlt noch eine Seele. Ephidien hat nicht gesagt, wir hätten alle Seelen hier gefunden. Irgendwo fehlt eine. Also Leute, ich habe jetzt alles abgesucht, bin in mehrere Abgründe sogar gesprungen. Ich habe die letzte Seele nicht gefunden. Also keine Ahnung, wo die ist. Ich habe jedenfalls alles abgesucht. Ich bin nicht fündig geworden. Und ich habe wirklich alles dreimal abgeguckt. Da ist eine Seele. Also eine Seele wird uns am Ende höchstwahrscheinlich fehlen, weil ich nicht weiß, wo die letzte war. Das werde ich dann, wenn in der Nachbearbeitung irgendwie reinschneiden. Unten über den Text. Aber ich suche jetzt nicht 3 Stunden lang nach einem Objekt, wenn ich es nicht finde. Kann auch sein, dass es irgendein Gegner war, der von dem Stein zermahnt wurde und ich ihn deswegen nicht umbringen konnte für die Seele. Ich glaube, ich brauche Feuer mehr als das da. Bitte sagt die respawnt. Ey, das ist doch Mist. Okay, noch eine Seele, die ich nicht kriege. Noch ein Grund mehr, nochmal in das Level zu müssen. Mach ich aber offscreen. 2 Seelen müssten dann fehlen. Am Ende. Okay, da ist ein Seelengegner.
Einfach durch. Wo ist das letzte Stück dahinter? So, Sesam, öffne dich. Ein Dreiersee im Pack. So. Zack. Da war nur Geld. Den brauche ich bestimmt noch mal. Sag ich doch. Das ist wert. Ich sehe schon, wo eine weitere Seele ist. Okay, dafür muss ich einmal außen rum. Tschüss. Okay, die Dinger wegstampfen hat keinen Sinn. Beziehungsweise keinen Nährwert, dass ich manchmal auch gezwungen bin, mich in den Tod zu stürzen. Weg mit euch. Einfach drumherum. Oder ist sogar so ein Megastern zum Mitnehmen. Die Hasen nerven gerade. Also ich gehe so oder so offscreen noch mal rein. So, weg mit dir. Und dann einmal weg mit dir. Oh, Dreier. Das war das letzte Fragment aus diesem Gebiet. Okay, einfach weitergehen. Tschüss. Der Bosskampf, stimmt ja. Den gab es ja auch noch. Oh, das ist dann so eine Verges-Version. Vom Mega-Affen. Okay. Ich will das nicht. Ich sagte, ich will das nicht. Hör auf, mich die ganze Zeit zu grabben. So, einen runterhauen. Hey, diese Phantomgegner sind krass. Wahrscheinlich ist das auch die letzte Challenge hier mit den im Kolosseum. Nochmal die Phantomversion. Aua. Nein. Nix Krabbin.
aus. Böse. Böse Affe. Ich komme halt auch nicht dazu, ihm wirklich eine runterzuhauen, ne? Tschüss! Alter. Die Kolosseums-Challenge, die wird ätzend. Jetzt weiß ich, warum man das aufwertet. Also die ganzen Fähigkeiten, weil man sonst diese Phantombosse nicht klein kriegt. So, wie viel fehlen? Ja, das war irgendwo ein Dreierpack, was ich nicht bekommen habe bei dem einen Abschnitt. Und natürlich die, die ich nicht rechtzeitig einsammeln konnte. Okay, diese Baukröte habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Aber das war Welt 1. Wir haben noch ein paar Welten vor uns, ne? Wir müssen die Wasserwelt nochmal machen, die Zirkuswelt, die Eiswelt, die Wüstenwelt, die Feuerwelt und das letzte nochmal. Und wir müssen halt alle Erinnerungen sammeln, um ihn zu retten, ne? Alle. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir machen hier für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.